praktischerweise bei dem neuen Bauplan genau die Sachen, die du dazu brauchst. Also dann kannst du eine neue Waffen bauen, weißt du? Nee, habe ich jetzt hier die ganze Zeit gehabt. Immer wenn ich sowas Neues gefunden habe, konnte ich gleich dann bauen. Und dann kannst du es halt auch gleich ausprobieren. Und es sind immer Zombies um die Ecke irgendwie. Wo du es dann halt auch wirklich sinnvoll ausprobieren kannst. Und das finde ich klasse irgendwie. Macht sehr viel Spaß. Also es macht mir zumindest viel mehr Spaß als die ersten Dead Rising-Teile. Hört sich doch zumindest ganz gut an, auch wenn es relativ schwierig sein wird, hier in Deutschland halt zu bekommen. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen, irgendwo. Ja, das stimmt dann wohl, ne? Bisschen schade, dass ein mit das beste Startspiel einfach in Deutschland nicht erschienen ist. Ja, das ist heftig. Schon. Wäre ich jetzt super. Microsoft gewesen, hätte ich das auf Teufel komm raus halt veröffentlicht. Scheiß drauf, wenn es indiziert wird. Aber zumindest das am Anfang auf dem Markt ist, damit ich für einen Launch ein Spiel habe. Was geil ist. Tja. Vor allen Dingen, Rise ist ja auch durchgekommen. Ja, da werden ja auch Hände abgeschnitten und Körper geteilt. Und da kämpfst du ja auch gegen Menschen vor allen Dingen. Du kämpfst ja gegen Dritten oder was das da sind. Ja. Aber das sind ja auch Menschen, die Inselaffen. Jedenfalls, das verstehe ich nicht. Und Zombies, hallo? Die sind ja offensichtlich böse und so. Keine Ahnung, vielleicht weil es Richtung Massenvernichtung geht teilweise. Wenn man es zum Teil gesehen hat, dann mit Granat, mit Dynamit und Kram in den Orden reinwerfen und so ein Kram. Ich fahre am liebsten mit so einem Auto rum. Das ist so ein bisschen wie so ein A-Team-Bus, finde ich persönlich. Sage ich immer A-Team-Bus. Und das hat also eine Kanone oben drauf. Kannst du jetzt als auch als Einspieler, kannst du halt trotzdem benutzen und so. Wenn du fährst, kannst du schießen. Und gleichzeitig, was ich noch geiler finde, ist, wenn sie so neben an dir am Auto hängen und so, weißt du? Kannst du auf den Knopf drücken und dann kommen so Messer an den Seiten raus, die einfach so mal durchteilen und so ein Scheiß. Das ist der Hammer, ist das. Okay. Also Dead Rising, richtig, richtig geil. Auch Deutsch, Capcom-Spiel, mit deutscher Sprachausgabe, die gar nicht mal so blöd ist. Also, muss ich sagen, wenn ihr eine Xbox One habt und habt irgendwie mit Rise ein bisschen eine Enttäuschung gehabt und so, guckt, dass ihr irgendwie zu einem Importhändler geht. Gibt's ja die kleineren Händler, die haben ja meistens die Möglichkeit, aus Österreich oder so noch was zu bekommen. Oder kauft Zeug im Internet von einem österreichischen Händler oder so. Irgendwie kommt man schon. Ja, also ist zu empfehlen auf jeden Fall. Da macht ihr nichts falsch mit. Aber ja, ansonsten, wovon war ich noch überrascht? Was wolltest du denn da sagen jetzt? Ja, ich hab gedacht, wir sprechen nochmal Twitch an. Ja, das ist aber doch Richtung Sprachausgabe jetzt. Ja, dann machen wir Sprachausgabe erstmal. Davon war ich wirklich überrascht, dass sie doch relativ reibungslos funktioniert. Ich meine, natürlich, wenn es jetzt ein bisschen lauter ist und jemand dazwischen quatscht oder so, ihr kennst das natürlich nicht. Ja, okay, aber da muss ich jetzt auch was zu sagen noch. Da habe ich nämlich heute was gelesen. Und zwar, du kannst ja kurz mal erklären, wie das mit den Sprachausgabedingern geht. Ja, man reiht halt eine bestimmte Befehlsfolge aneinander. Ist ein Stichwort. In dem Moment öffnet sich halt quasi, reagiert das Kinect und dadurch kannst du dann eben mit bestimmten Begriffen die jeweiligen Apps, Spiele und so weiter öffnen. Ja genau, aber wichtig ist, ihr müsst zum Beispiel den genauen Namen nennen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Forza 5 habt, ne? Allgemeinhin Forza 5, heißt aber Forza Motorsport 5. Wenn ihr Forza 5 sagt oder geh zu Forza 5, dann macht das nicht. Ihr müsst dann gehe zu Forza Motorsport 5 sagen. Da muss er halt auch immer dran denken und so weiter und so fort. Und das ist aber auch das, was ich gerade mal ansprechen will. Und zwar bei der PlayStation gibt's ja auch Sprachsteuerung. Zwar nicht so komplex wie bei der Xbox, die du ja komplett mit der Stimme steuern kannst, sofern sie dich versteht. Aber dort ist es zum Beispiel so, da kannst du sagen Need for Speed. Und dann geht's zu Need for Speed Rivals. Ja, das hört sich und so, oder bei Dings, bei Assassin's Creed reicht zum Beispiel AC4. Also hat die Abkürzung mit eingespeichert. Ja, sowas halt. Das ist halt ein bisschen praktischer, finde ich. Ja gut, aber wie gesagt, dafür funktioniert es ja relativ reibungslos. Das hätte ich anfangs nicht gedacht. Vor allem wird es halt auch regelmäßig bei uns zumindest benutzt. Ja. Einfach, weil man halt dann doch mal den Controller nicht zur Hand hat. Oder ja, wenn du was isst oder so einfach. Dann willst du umschalten oder was? Okay, also jetzt nicht, wenn ihr Fernsehteile eingesteckt habt, das geht irgendwie nicht. Also zumindest bei uns nicht, bei unserem Unity Media Kabel-Ding. Das funktioniert nicht, ja. Aber wenn du jetzt Twitch oder so eine App guckst oder so, kannst du locker dann beim Essen sagen, hier anderen Kanal, so nach dem Motto. Ja, brauchst den Controller nicht in die Hand nehmen, brauchst ihn nicht suchen, erst hingehen oder was da immer. Aber man muss auch sagen, die Sprachsteuerung, die hat halt Grenzen. Und zwar, wenn man mit zwei Leute sprechen,
Das, man muss ja immer dann Xbox sagen und so weiter und so fort. Und sobald dann zwei Leute sich unterhalten, es dauert einen Moment, bis sie dann reagiert, dass sie da erkennt quasi, dass sie angesprochen ist. Und wiederum, was auch problematisch ist, wir haben es jetzt ein paar Mal mit angeschlossenem Satbox, sage ich, also Kabelbox ausprobiert. Wenn ihr dort jetzt natürlich logischerweise dann deutsches Fernsehen guckt, dann ist er sowieso verwirrt. Dann ist es fast schon besser, wenn ihr da in dem Moment dann mit dem Controller auf die Menüs zugreift. Weil wenn die dort sprechen im Fernsehen, dann packt die es nicht. Ja. Die Sprachsteuerung. Ist irgendwo ein bisschen logisch, man kann natürlich nicht alles abverlangen, aber... Ja, das halt sowas erfüllt seinen Zweck definitiv, so wie es sein soll. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Feature. Ja, ich finde es aber halt nur schade, solche Tests, weißt du, wo dann immer gemacht werden, die berücksichtigen sowas irgendwie überhaupt gar nicht. Die gehen ja drauf ein, Akkus, bla bla bla, die gehen ja drauf ein, dass Kinect natürlich auch Grenzen hat. Und zwar halt im Alltag, sage ich jetzt mal. Ich meine, es ist sehr praktisch, es ist wirklich auch eine Erleichterung und alles. Was mich aber jetzt zum Beispiel stört, ich habe nochmal bei Dead Rising geguckt, ne? Okay. Du kannst die Sprachbefehle nicht abstellen. Also bei Su Tycoon geht's. Ja? Ja, das habe ich gemacht, weil ich habe beim Kommentieren natürlich dann teilweise Begriffe gesagt, die Sprachausgabe dann auslösen und in irgendwelche Menüs dann geöffnet haben und so weiter. Das konnte man ausstellen. Also ich habe nochmal bei Dead Rising geguckt, ich bin mir zu 100% sicher, es geht nicht. Du kannst nur bestimmte Sachen ausstellen, aber nicht komplett. Okay. Ja, also wie gesagt, da funktioniert's. Ja. Und bei Rise fällt's überhaupt nicht auf, weil es da nur so 3-4 Sachen bisher überhaupt gab nach, weiß nicht wie viele, 3 Stunden, die ich jetzt schon gespielt habe oder so, wo man es überhaupt hätte benutzen können. Ja, da muss das aber dann auch Rise zugute halten, dass es sinnvoll eingebaut worden ist, dass du dann halt bestimmte Sachen damit aktivierst. Man konnte halt dann so Salven feuern oder sowas und das war's aber halt auch. Bei der Rising Käfige kannst öffnen. Du alles machen. Da kannst du Klamotten wechseln, da kannst du ins Menü gehen und den ganzen Scheißdreck. Und das ist teilweise schon nervig. Du denkst überhaupt gar nicht drüber nach. Und vor allem reagierst teilweise auf Worte, wo du gar keine Verbindung zu hast. Ja. Wenn einfach du sagst, dann hier oder so. Ja, du sagst einfach hier oder so. Du kannst ja auch mal mit dir selber labern. Du musst ja nicht nur im Sinne von Let's Play-Kommentar machen, sondern auch wenn du so spielst und denkst so, ach scheiße, was ist denn hier los oder so. Und dann auf einmal bist du im Menü drin. Das macht keinen Sinn für mich. Das ist ein bisschen affig. Ein cooles Feature ist aber vom Kinect auf jeden Fall diese Code-Geschichten, die fanden wir ganz cool. Oh ja, das ist geil. Kennt ihr ja bestimmt vom Handy diese QR-Code-Fotografier-Geschichte, wo ihr dann auf bestimmte Internetseiten und so weiter kommt. Ja, irgendwie. Ja, einen Moment gebraucht. Der Freund. Ja. Genau, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie war das? Da ist ja so 14 Tage Live-Gutschein und so dabei. Und da ist so ein QR-Code drauf und den haltet ihr der Kinect quasi in die Fresse und dann tut die dann automatisch den Code eingeben und so. Das finde ich super geil. Also da ist der Code dann quasi hinterlegt dann schon. Musst du nicht mehr diese ellenlange Folgen eintippen. Ja, spart sich den Geschichten einfach. Ja, das ist ganz nett gemacht. Und natürlich, Twitch ist halt super gut für Leute, die das regelmäßig gucken. Ja. Das sieht super gestochen scharf aus, es laggt nicht, gar nichts. Man geht aber nur mit Xbox Live, muss man dazu sagen. Geht nur mit Xbox Live, ja. Aber wir gucken eigentlich momentan regelmäßig Twitch einfach. Ja. Weil mittlerweile fast mehr, als das überhaupt der Fernseher an ist. Also Twitch, für die, die es nicht wissen, das ist ja so ein Gaming-Streaming-Dienst. Also wo verschiedene Privatleute, in Anführungszeichen, ähnlich wie YouTube halt Let's Plays machen oder E-Sports-Events übertragen werden und solche Sachen. Also das könnt ihr rund um die Uhr, findet ihr immer irgendwelche Gaming-Sachen. Nicht nur populäre Sachen, auch irgendwie Speedruns oder Retro-Spiele und so. Super Nintendo-Spielen oder sonst was. Ihr habt da so viel Auswahl. Alles da. Ja, also das ist mittlerweile bei uns hauptsächlich anfasst. Also kaum mehr Fernsehen. Wir gucken hauptsächlich Twitch. Und das ist eine coole Angelegenheit. Also das fehlt der PS4 zum Beispiel. Ja. Twitch-App. Du kannst zwar auf Twitch streamen, was bei der Xbox nicht geht. Noch nicht. Ja, noch nicht. Wohlgemerkt. Aber ja, App gibt's halt nicht, ne? Oh. Handarmbrust, Einhand, ne? Ja. Warte mal, sind wir gerade hier in der Nähe? Ja, können wir mal kurz sieht so aus, als ob wir mal ein bisschen Ruhe haben gerade. Ja. Aber ich habe ja diesen 1084 DPS-Ding schon. Ach du fuck. Katastrophe. 75% Crit-Damage drauf. Das Ding ist geil.
Chance von 34%, eure Gegner dem Tod zu weihen, wenn ihr sie trefft. Automatisch mal tot, oder was? Was soll der Schwachsinn? Halt für mal tot, das oder was? Guck mal, wegen dem Ring noch. Ja. Ein Nagelring oder so ein Scheiß. Ein Nagelring wäre blöd. Oculus-Ring. Oculus-Ring. Der hört gut an. Wie geht das mit Viereck, ne? Geschick, Vita, der ist richtig geil. Den kannst du im Prinzip dafür anziehen. Das ist ja eh noch der Level-Ring. 25, ne? Brauchst du ja jetzt eh nicht mehr. Wir haben ja gesagt, wir nehmen da jetzt nicht mehr so viel Rücksicht. Das ist voll auf die IP, sondern Paragon kommt und geht. Ich wollte noch wegen dem Helm gucken. Ich habe vorhin einen Helm bekommen, der ganz gut aussah. Richtig, richtig nice. Ja, der ist scheiße. Gut, im Vergleich zu dem, den du anders vielleicht. Ja, aber ich will ja endlich mal irgendwie einen wenigstens mit einem Sockel oder so, also mit ein bisschen Stats oder so. Weil so ist das doch ein bisschen blöd. Oh, mit... Und dann schon auch mal die guten. Ja. Ihr könnt zum Beispiel, wenn wir gerade bei Diablo sind, da ist ja jetzt neue Add-on angekündigt worden und auf Twitch könnt ihr zum Beispiel Beta-Gameplay sehen. Ja, für PC halt. Ja, also für PC, logischerweise, klar. Aber trotzdem. Das sieht ja auch alles ganz gut aus, muss man sagen. Ja, also ist schon optisch sehr gut. Add-on auf jeden Fall dann auch. Ja. Werden wir dann, denke ich, auch auf jeden Fall spielen für PS4. Eben gucken, wie es halt dann mit der Charaktertransferierung dann werden wird, wenn es geht. Im Notfall mache ich wieder einen Rektalin, fertig, ey. Der dann wieder stirbt. Ja, der stirbt dann schon nicht. Okay. Genau, sag mal was zum Controller. Jetzt haben wir Twitch erzählt, Diablo erzählt. Xbox One Controller. Ja, genau. Wir machen ja immer noch Xbox One im Moment. Boah. Ich kann da nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ich finde, der liegt ganz gut in der Hand. Das mit den Batterien habe ich schon angesprochen, dass es mich stört, aber so, ich bin kein großer Freund von dem Xbox-Controller. Ich habe den für die 360 auch schon nicht groß gemocht. Liegt einfach auch daran, dass mir dann doch so viel Aber man muss sagen, am Anfang fandst du ihn richtig scheiße und hast dich ja dann ein bisschen angefreundet. Ja, ich habe mich mittlerweile ein bisschen damit angefreundet, auf jeden Fall. Wenn man es dann doch auch länger spielt, ist ein Controller, ist in Ordnung, es ist keine Probleme damit, das ist, ja, weiß nicht. Für mich ist es ein Controller wie der andere auch, ja. Ja, das kommt schon. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ja. Ich finde den Wii U Controller besser. Aber was geil ist, sowieso am besten. Ist, mittlerweile nicht mehr. Nett. Nee, ist nicht der beste. Die Rumble-Motoren in den Triggern finde ich gut. Problem ist. Merke ich schon, bei Rise und Zutreik und halt gar nichts von. Bei Forza merkst du es halt die ganze Zeit. Du kriegst Feedback, wenn du Grip hast halt, beziehungsweise Grip verlierst und so weiter und so fort, beim Gas geben, beim Bremsen. Du hast ein viel besseres Feedback-Gefühl. Aber wenn die Batterie leer geht, dann wird die Scheiße ausgeschaltet. Ja, apropos Batterie leer gehen. Ich bin mitten beim Zutreikon-Spielen gewesen. Und spiel da so, guck mir meine Tierchen an, ja, will wieder zurückgehen, passiert nichts. Okay, was ist hier los, ne? Man kriegt keine Meldung. Frage ist doch, was ist hier los, ey? Was ist hier los? Okay, wir abbrechen ging. Ja, also, dann ist in Ordnung, alles klar. Der Boss startet nur nicht. Wie noch nicht, oder was labert er gerade? Ich weiß es nicht. Da hat er hier eine Sprechblase, was geht denn ab? Eigentlich müsste das alles hier kaputt sein und dann weitergehen und. Ja, hallo? Leute! Müffel schon! Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir beenden, ne, und gehen einfach nochmal neu rein. Ja, aber wir müssen ja nur hier beenden, oder? Ja, klar. Machen wir das, oder? Ja. Hat sich wohl aufgehängt. Das ist ja verrückt, komischer Bug. Ja, bisschen verrückt ist es. Wohl. Na, immerhin haben wir Level 60 erreicht, das ist schon mal das Wichtigste. Jetzt kann passieren, was will. Ja. Natürlich nicht, aber. Verrückter Scheiß, ey. Ja, Controller, er schaltet sich einfach aus. Es gibt keine Anzeige, wie viel Batteriestatus man noch hat. Du kannst doch nicht nachgucken. Es gibt keine Anzeige dafür und er schaltet sich einfach ohne Meldung, ohne dass er es dann in dem Pausemenü oder irgendwas geht, der schaltet sich einfach gnadenlos ab. Ja, der ist dann fertig einfach. Der sagt aber auch nicht Bescheid, dass er abschaltet, ne? Nee, gar nichts.
Das ist einfach aus. Das wird nicht affig ohne Schluss. Ende, ey. So, du hast jetzt Pech gehabt. Ja, das und das Spiel läuft weiter und so weiter. Ja. Einfach total gelitten. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal durch den Turm durch, ey. Ja, kann sein. Das ist ein bisschen affig.